Elmenhorst. Hier kommen wir nochmal rein. Das ist jetzt ungefähr, ja, sagen wir mal, 12.23 Uhr. Ein bisschen später als vorhin. Und wir wollen uns noch ein bisschen umgucken. Das ist der Rückweg. Wir fahren nochmal einen anderen Weg, als wir hergekommen sind. Hier vorne müssen wir ordentlich anhalten, nicht dass da irgendwie noch Ärger gibt. Wir haben ja vermutet, dass links ein Neubau entsteht, links an der B75. Und dass es eine Erstaufnahmestelle ist oder Asylantenheim, wie auch immer im Jargon, im Volksmund sagt man ja immer so. Ne? Na, mal sehen, wir lassen uns überraschen und wir werden jetzt diesen Weg mal einschlagen. Da hinten wird ja noch mal was gebaut und das gucken wir uns auch noch an. Kann ja irgendwie ein Zusammenhang sein, den wir jetzt noch nicht so erkennen, aber vielleicht geht uns noch mal ein Licht auf, dass zwischen der einen Bautätigkeit und der anderen Bautätigkeit ein Zusammenhang besteht. Zum Beispiel, dass sie bei einer bestimmten Belegungsstärke im Dorf dann doch eine Kläranlage benötigen und das da hinten wird ja wohl gleich eine Kläranlage. Das heißt, es wird eine erhebliche Zunahme an der Bevölkerung stattfinden und sie jetzt auch eine Anlage brauchen, wo sie das ganze Abwasser klären. Ja, das wird es ja wohl, und zwar hier. Guck mal, mit Insel sogar. Alles neu jetzt. Ein Schwemmteich, ne? Das wird ja wohl die Kläranlage und entsprechend der Vorgaben ist da natürlich auch jetzt genügend Platz, um dann noch mehr Bevölkerung auf diese Weise zu bewirtschaften. Fischbeek gleich hinterher. Vielleicht kann er auch Fischbeek anschließen. In Fischbeek kommt da dann auch was von ab. Macht Sinn, ist ja auch nicht weit weg. Allerdings geht es hier gleich ab. Wie machen sie das denn? Müssen sie pumpen, ne? Ja. Hier geht's rum, da geht's rum. Ja, es ist 12.26 Uhr. Ich überlege mir langsam schon, was ich zum Mittag esse. Mein Hund scheint ja wohl satt zu sein. Eine Wurst habe ich ihm gegeben und die will er nicht. Eine Wurst von einem deutschen Schlachter, sozusagen aus deutschem Lande. Er will die Wurst nicht. Ich habe sie gegessen und mir ist, ich habe 2,5 Stück davon gegessen. Und mir geht's gut danach. Und vielleicht ist ja auch irgendwas drin, dass der Hund gleich sagt, nee, das will ich gar nicht. Oder aber er hat gemerkt, dass es gar nicht aus halaler Schlachtung stammt. Und deswegen hat er es schon abgelehnt, denn er ist auf jeden Fall kein Schweinefleisch mehr gewöhnt, der gute Hund. Wir haben einen Jack Russell, jetzt ist er gerade 11 Monate alt. Er ist kein Schweinefleisch mehr gewöhnt und sagt sich, was ist das denn, wenn er sowas mal zwischen die Zähne kriegt. Bei Lidl und Penny gibt es kein Schweinefleisch mehr für Hunde. Das sind die News. Oder hat es noch nie gegeben. So, das war erstmal Elmenhorst und Fischbeek und so weiter. Alles am 30.07.2015.